insgesamt haben dann mal 29 Fantasy-Züge, 6 Spielmannzüge und 1 Drum Buckle Corp teilgenommen. Bitte was nochmal? Drum und Buckle Corp. Was ist denn das? Ausgelost. Es wird also nicht heute Morgen, sondern sie steht bereits fest und stand noch im Internet unter MTB und Fanfaronade und wo man überall lesen kann. Zum Beispiel auch bei Facebook. Facebook, apropos. Ja, es gibt ja eine offizielle Seite von der Fanfaronade bei Facebook und wir haben uns heute sagen lassen, dass also heute ganz, ganz viele Grüße aus aller Welt auf dieser Facebook-Seite zu finden sind. Ganz offenbar ist es ja so, es ist schöner im warmen, beziehungsweise im kalten, in der Klimaanlage zu sitzen, am rechten. Ja, es ist ja so. Weil ich glaube, wenn man einmal so Blut geleckt hat, ist ja auch so ein bisschen Nischen-Sachen hier, die ist ja klar. Wenn man so ein bisschen was machen will, muss man schon ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Ein Applaus! Ja. So, und wenn man einen Riesenapplaus macht, ja, da kann man die Füße mitnehmen, die Hände mitnehmen, die Stimmbänder strapazieren. Oha. Und dann kann man so richtig loszogen. Und das wollen wir jetzt mal hören? Und das wollen wir jetzt mal hören. Ach, können wir bitte mal einen Riesenapplaus! Füße dazu! Ja! Ach, ich verausgabe die Kamera, die hier alles aufzeichnet und dann wieder unter der Fanfaronade-Seite entsprechend veröffentlicht wird. Ja? Ja, also wer Bedenken hat, sein Gesicht, der sollte heute nicht da sein, weil Mutti oder so, ja. Der sollte dann sein Gesicht verstecken. Ansonsten alles gut und das macht er seit 6 Jahren. Gut, ich habe jetzt den Namen vergessen. Also, er kommt aus Potsdam und er macht es immer super. Ich habe mir die Videos der letzten Jahre angeguckt, sahen alle gut aus. Kannst du mal winken da oben aus dem Fenster? Jawohl, das ist er. Also denken Sie daran, wenn Sie nicht gesehen werden wollen oder meinen, Sie hätten heute eine Krankschreibung oder so, ja, dann rennen Sie bitte nicht vor die Kamera. Ja, auch nicht vor die ganzen Fotografen, die hier rumspringen. Sie wissen, wenn Sie heute eine Eintrittskarte gekauft haben, dann haben Sie damit Ihr Recht auch sozusagen mitverkauft, dass Ihr Gesicht heute veröffentlicht wird. Ja, das kann bei manchen Schmerzen verursachen, aber es ist so. Ja? So, und jetzt warten wir einfach auf die Aufstellung der Fatanzüge. Fanfaronade 2015 des Märkischen Turnerbundes Brandenburg e.V. Offene Meisterschaft des Märkischen Turnerbundes Brandenburg für Naturton-Fanfarenzüge. Liebe Gäste, liebe Aktive, liebe Fans, herzlich willkommen in der Energiearena in Strausberg. Darf ich auch was sagen? Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Energiearena zu eben jener Fanfaronade. Und wir dürfen natürlich die Ehrengäste als allererstes begrüßen. Und beginne ich mit der Schirmherrin, meine Damen und Herren, nämlich unserer Bürgermeisterin der Stadt Strausberg, unserer Elke Stadler. Wir begrüßen ganz herzlich, und das hat ja sozusagen gute Tradition, den Bürgermeister der Stadt, die im nächsten Jahr die Fanfaronade ausrichten wird. Das ist nämlich Neustrelitz, und der Bürgermeister ist heute hier, Andreas Grund. Wo auch immer er ist da. Bernd Schenke haben wir schon vorgestellt, der kriegt trotzdem nochmal einen besonderen Applaus als Ehrengast von der Fanfaronade. Bernd Schenke von MTV.
wir begrüßen die MTB-Präsidentin Birgit Faber. Komm später. Gut. Anni, willst du was sagen? Nein, ist durch. Die anderen Ehrengäste stellen wir nachher noch vor. Okay. Ja? Aber jetzt wollen wir natürlich gleich noch mal was hören. Wir begrüßen Sie also ganz herzlich hier auf den neuen Schalen sitzen und der großen Überdachung der Stadt Strausberg am Neustart. Oh, nein, das war die Moderationskarte für die 800-Jahr-Feier, Entschuldigung. Aber jetzt ist unsere Frau Bürgermeisterin dran, denn sie darf natürlich ein paar Worte sagen. Bitte schön. Ja, das war ja mal wieder eine Nummer, ein guter Einstieg. Ja, herzlich willkommen hier in Strausberg zur 25. Fanfaronade. Ich freue mich, dass unsere Freunde vom Fanfaren zu Strausberg gesagt haben, wir machen das hier gut, wir sind ein guter Veranstalter, auch wenn wir keine Schalensitze haben. Und deshalb haben wir uns beworben und wir unterstützen das natürlich als Stadt sehr, sehr gerne. Thank you.
Damen und Herren, Sie kommen aus dem hohen Norden, das kann man an dem Eisbären sehen. Eine der weitesten Anreisen heute hier zur Fanfaronade 2015. Die Stammführung hat Pauline Moll. Herzlich willkommen den Ostsee-Fanfaren des Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrums Selin! Herzlich begrüßen hier in Strausberg den Friedländer Fanfarenzug Friedrich den Krüger unter der Stabführung von Alexa Pauline Kowalski. Thank you.
aus der schönen Ludwigslust-Institut kommen unter der Kraftführung von Tobias Sperling, der Verfassung Ludwigslust. Begrüßen wir ganz recht herzlich aus der Stadt. Als nächstes begrüßen wir ganz recht herzlich aus der Stadt, der die erste Fanfaronade stattgefunden hat, aus der Stadt Berlin, dem Berliner Fanfarenzug unter der Stadtführung von Nancy Dressel. Thank you.
gerade. Meine Damen und Herren, willkommen den Fanfaren zu Großriechen unter der Startführung von Marcel Friedrich. Ganz recht herzlich hier in Strausberg. Natürlich den Gastgeber in einer der einheimischen Verwahrung des KSC Strausberg unter der Startführung von Florian Meiler. Verwahrung aus Strausberg! Ein Riesenapplaus und ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven, die sich jetzt zur Eröffnung präsentiert haben.